Hallo und willkommen zu meinem ersten Back-to-School-Video. Es wird eine Back-to-School-Video-Reihe geben mit ganz vielen Videos, denn ich mache jetzt Abitur und das ist mein letztes Schuljahr. Ich bin voll unmotiviert. Wenn ihr Videowünsche habt für die Back-to-School-Reihe, schreibt mir sie gerne in die Kommentare und ich versuche alle zu erfüllen. Und dann viel Spaß bei dem Video und los geht's. Ich habe, glaube ich, früher viel mehr Schulsachen gekauft, einfach weil es früher spannender war. Mittlerweile brauche ich nur einen Block und einen Kuli und dann bin ich glücklich. Aber fangen wir mal an. Zuerst habe ich bei HEMA etwas gekauft. Ich habe letztes Jahr alle meine Schulsachen bei HEMA gekauft. Die sind dort sehr günstig, ist eine schwedische Marke. Und als erstes habe ich drei normale karierte Mathehefte. Und ich kann euch diese Hefte nur empfehlen. Die haben 80 Seiten und ich habe damit, glaube ich, das ganze Halbjahr oder vielleicht auch sogar mehr durchgehalten. Hier hatte ich die vorher in schwarz. Dann habe ich mir linierte Blöcke geholt, auch von HEMA, und zwar 6 Stück. Die sind einfach rosa, die sind genauso wie die karierten Dinger. Ich liebe diese Blätter von HEMA generell. Und die habe ich halt nochmal, weil mein Bruder ja auch in die Schule geht. Und dann habe ich 5-mal diesen rosa Ordner in DIN A4 geholt. Für meine Leistungskurse und meine Prüfungsfächer, also für alles, was ich im Abitur haben werde. Und ich habe hier das auch schon eingeheftet, das ist jetzt mein Erdkunde-Abi-Ordner. Und da tue ich alles rein, was ich halt fürs Abi lernen muss oder was ich fürs Abi brauche. Ich glaube, in meinem nächsten Video erkläre ich euch, wie ich meine ganze Organisation mit Ordnern, Heften und so weiter mache. Dann war ich in einem 1-Euro-Laden und da habe ich einige Sachen gekauft, weil die einfach ziemlich günstig sind, auch wenn die dort nicht 1 Euro kosten. Und zwar einmal ein Tesafilm-Dings und dazu auch noch die passenden Rollen. Denn ich brauche das einfach immer und ich klaue es immer von meiner Mama und dann wird die mal ein bisschen genervt. Und deshalb habe ich jetzt eigene. Wow, ich bin sehr erwachsen. Und auch eine eigene Schere, weil ich immer die Küchenschere klaue. Und das macht mich sehr unbeliebt in der Familie. In dem gleichen Laden habe ich 5 oder 4 von diesen Heften gekauft. Denn bei uns ist das so, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber bei uns muss man in den Abi-Klausuren oder auch in den 6-stündigen, 4-stündigen Klausuren die Blätter von diesen Heften rausnehmen und dann schreibt man halt auf so eine Doppelseite und dann legt man die Doppelseiten ineinander und dafür brauche ich einfach diese Lernhefte und ja. Oh, ich habe noch was bei HEMA gekauft und zwar diese Trennblätter. Ich finde die so süß, die haben so süße Farben und ich fand die knuffig. Ich nehme nämlich immer nur einen Ordner mit in die Schule, einen großen. Ich habe noch was von HEMA vergessen und zwar habe ich mir 4 pastellfarbene Textmarker gekauft. Ich habe diese Teile da gar nicht drauf gesehen, vielleicht kann man die abmachen, auch wenn die ganz süß sind, aber ich war in so einem Schreibladen in unserer Stadt, und also in so einem Minidorf, und habe mir 4, ja egal wie viele Sachen gekauft. Zweimal ein Knetradiergummi. Und das klingt jetzt super kindisch und okay, ich bin 17, ich darf das noch. Spaß, aber ja, Jan, deiner. Piss dich. Ich kann das nicht ertragen. Okay, kann ich weitermachen? Ja. Aber Jan! Hör auf! Aber Knetradiergummis sind extrem cool, vor allem wenn man gerade Langeweile im Unterricht hat. Und ich glaube, alle meine Freunde haben in der 10. Klasse übelst darüber gelästert, dass das kindisch ist, und alle haben am Ende damit gespielt. Es ist wie so Magic Sand. Es ist so cool. Also, wenn ihr Langeweile habt. Dann habe ich mir noch 2 Pinsel geholt fürs Malen. Einmal der in Größe 1 und in Größe 2 von Milan. Keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig. So ganz, ganz dünne, weil ich sehr viel. Ups. Weil ich sehr auf die Details verkacke, weil ich zu große Dinge habe. Dann war ich noch in dem Schreibwarenladen und habe gefragt, ob die mir dabei helfen können, einen passenden Kugelschreiber zu finden. Weil ich keine Lust habe, in den 6-stündigen Klausuren, die jetzt schon in wenigen Wochen auf mich zukommen, da einen Krampf in meinem Finger zu bekommen oder dass das halt irgendwann, ja. Ich wollte einfach einen coolen Kugelschreiber haben. Die hat mir jetzt 2 gegeben und eine extra Mine. Obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich brauche nur eine extra Mine oder einen zweiten. Auf jeden Fall schreibt der richtig weich und ich habe vorher noch einen Tintenroller ausprobiert, aber ich wollte nicht, dass man den wegmachen kann. Also es ist wie ein Kugelschreiber, nur mit Tinte. Und ja, der ist sehr angenehm und der ist von Monty Junge. Der ist von Schneider und der ist Slider Rave. Also ich werde versuchen, mit dem zu schreiben. Der ist blau und ich hoffe, dass ich das dann auch in den ganzen Klausuren so schaffe. Weil eigentlich schreibe ich immer mit Feinlinern, aber egal. Weil ich eine tolle Schwester bin, habe ich dann noch mehr College-Blöcke für meinen Bruder gekauft. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe, glaube ich,
6 College-Blöcke für ihn gekauft. Für mich? Nein, nicht für dich. Du gehst nicht mehr in die Schule. Kannst aber welche haben. Ich habe insgesamt 12. Und dann habe ich noch Krimskrams gekauft. Krimskrams, so ein komisches Wort. Bin ich überhaupt scharf? Ich habe keine Brille auf, ist ja auch egal. Und zwar einmal habe ich Tippex, weil wenn man mit Kugelschreiber schreibt, verkackt man oft. Aber wir dürfen an meiner Schule nicht mal Tippex benutzen in Klausuren. Sondern soll es immer durchstreichen mit Lineal, aber ich habe nicht mein Lineal. Also habe ich mir ein Geodreieck gekauft, damit ich das auch nicht benutzen werde. Und ich habe mir noch 2 Kulis gekauft. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte, keine Ahnung, vielleicht wäre es schlau. Die haben 1,30 gekostet. Es gab gerade eine klitzekleine Unterbrechung, weil unsere Pferde abgehauen sind. Und die waren auf der Straße und auf Bahnschienen. Die letzten 2 Kleinigkeiten waren einfach 3 Radiergummis. Wie gesagt, ein paar davon sind halt für meinen Bruder. Und 3 Prittstifte, weil ich sehr gerne bastel. Und das auch in der Schule ganz oft gebrauchen kann. Und ich habe mir ein Bullet Journal von HEMA geholt. Ich habe schon ein Bullet Journal, nämlich das hier von Leuchtturm. Und das ist auch schon ziemlich dick, weil ich sehr viele Seiten da drin habe. Das zeige ich euch auch in einem anderen Video. Aber ich wollte mir dieses als Glow-Up-Diary holen. Also ich werde da ein bisschen tagebuchmäßig reinschreiben, wie es mir psychisch geht. Dann werde ich da Sportsachen reinmachen, also wann ich wie Sport mache und wie ich mich verbessere, meine Ernährung und noch andere Angewohnheiten, wie zum Beispiel früh aufstehen, Sachen, die ich an mir verändern will, Probleme, die ich im Moment habe, weswegen ich unglücklich bin und so weiter und so fort. So sieht das aus. Ja. Was hier dann ganz cool ist, das hat auch so Punkte, anstatt halt liniert oder kariert. Und es ist halt so zum Umklappen. Und ich finde das ganz praktisch, weil das besser ist, wenn man zum Beispiel was malen will. Und dann kann man das, die Seite so hinlegen und dann kann man besser malen, als wenn man so ein Buch auftappt. Ja, das war mein kleiner Haul. Ich hoffe, es euch gefallen hat. Okay, klein. Ich habe, glaube ich, insgesamt 40 Euro für Schulsachen ausgegeben. Einige davon sind aber auch für meinen Bruder. Und ich bin so unmotiviert, so was mein Abitur angeht und das neue Schuljahr. Deshalb tut mir leid. Aber ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sorry, dass das Video so ein bisschen messy war. Es ist sehr viel im Hintergrund passiert. Aber ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!